Es ist gegen 2.50 Uhr nachts, als der Streit zwischen mehreren Jugendlichen eskaliert. An dieser Bushaltestelle in Essen soll ein 17-Jähriger auf einen 14-Jährigen eingestochen haben, verletzt ihn am Oberkörper. Anwohner werden Zeugen eines blutigen Tatorts. Ich habe gesehen, dass ein kleiner junger Mann auf dem Boden lag, ohne jegliche Bewegungen. Und um ihn herum waren mehrere Jugendliche gewesen. Polizisten und Rettungskräfte schaffen es zunächst noch, den Jungen vor Ort zu reanimieren. Er wird ins Krankenhaus gebracht. Dort aber stirbt er später an seinen schweren Verletzungen. Der tatverdächtige 17-Jährige ist vermutlich alkoholisiert, kann zunächst fliehen. Die Polizei fahndet jedoch mit einem Hubschrauber nach ihm und kann ihn kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festnehmen. Die Mordkommission wurde in der Nacht alarmiert. Die haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. Der 17-Jährige konnte festgenommen werden, wird aktuell vernommen. Auch andere Ermittlungen sind bereits eingeleitet. Zeugen müssen jetzt auch vernommen werden. Der Tatort wird natürlich nach Spuren und weiterem abgesucht. Und die Tatwaffe, das Messer, wurde auch schon sichergestellt. Blumen und Kerzen am Tatort erinnern an den 14-Jährigen, der mit einem Stich aus dem Leben gerissen wurde.